Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Lego The Hobbit. Wir sind hier stehen geblieben vor dieser Tür und gucken mal hinein. Das ganze Karten hier, was uns hier erwartet. Okay, eine Höhle. Okay, okay. Wir gucken immer weiter. Der zeigt irgendwie so eine Metallstange an. Die Bewohner Mittelerdes helfen dir gerne, wenn du die Gegenstände findest, die sie brauchen. Okay, wenn du einen solchen Gegenstand gefunden hast, stelle dich auf den leuchtenden blauen Ring und drücke dann K, um ihn abzuliefern. Leuchtenden blauen Ring? Okay, okay, okay. Werden wir mal sehen. Okay, das kann ich irgendwie nicht. Okay, das kann man irgendwie nicht schlagen. Nee, kann ich auch nicht. Okay. Hier ist der Gegenstand ja sogar schon. Der liegt ja einfach mal so rum. So, bitteschön. Okay, hier ist ein neuer Hinweis. Verwende eine Spitzhacke, wie zum Beispiel die, die du trägst, um Rohstoffe abzubauen. Drücke H im richtigen Moment, um mehr Rohstoffe zu erhalten. Okay. Wo habe ich die Spitzhacke denn? Habe ich keine Spitzhacke, okay. Hat er eine Spitzhacke? Ah, ich verstehe. Wow. Das war auf jeden Fall. Ja, ich verstehe, okay. War nur der falsche Charakter. Oh, da kommen aber jede Menge Rohstoffe hinaus. Wumps. Schön. Das auch hier. Achso, da kann man auch direkt nicht. Ja, alles klar. Ja, der gefällt mir schon eher. Der schwingt die Spitzhacke richtig gut. Genau, trotz zerstören. Okay, okay, okay. Lege. Hier nochmal. Wunderbar, jetzt müssen wir eigentlich knapp. So direkt die Hälfte haben wir vom Level und gucken, was wir hier machen. Nee. Schade, die Tanne können wir nicht zerstören. Hier noch, ah, hier kann ich noch was zusammenbauen. Super, super. Und noch mehr. Schön. Komm, schlag ihn. Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf diese Platte bauen zu können. Du kannst Lego-Rohstoffe finden, indem du Bergbau betreibst oder Lego-Gegenstände zerstörst. Okay. Dann lass uns mal schauen, was können wir denn hier machen. Aha, aha, aha. Haben wir. Was brauche ich denn da noch? Blätter, Blätter, Blätter brauche ich. Wow. Seil und hiervon. Okay.
grauen Lego-Bausets, indem du die fehlenden Teile findest. Je schneller du bist, desto größer ist dein Bonus. Eieiei. Schnell bauen I. Langsam Z. Moment, ich weiß gerade nicht. Ah, das hier. Ach so, ich muss. Ja, es wird mir angezeigt. Okay, ich verstehe, was gemeint ist. Mir wird ein Gegenstand angezeigt auf der rechten Seite und ich muss den dann schnell auf der anderen Seite auswählen und mit Gott bestätigen. Und ja, am Ende bekomme ich, denke ich mal, eine Belohnung. Was ist das? Schön. Ach, und wenn ich was falsch mache, wird mir oben das Geld abgezogen. Ich verstehe. Wenn ich schnell genug drücke. Naja, das ist natürlich gut gemacht. Da habe ich dann so eine bestimmte Zeit. Was ist das? Nein, das ist falsch. Verdammt. Okay, was wird das? Auf jeden Fall Lego Technik. Das ist ja richtig stark, ja. Das sieht so cool aus. Okay, ich habe hier irgendeine Maschine gebaut. Ah, ich verstehe. Bergbaumaschine. Verdammt, ist das cool. Nein, daneben. Und nochmal. Schön. Ein weiter runter. Wow, gibt es hier viele Sachen. Das ist richtig cool. Leute, dieses Spiel macht sowas von Fun. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hey, genau die Maschine getroffen. Unaufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Den Schatz. Das Herz des Berges, der Gartenstein. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, schlage Alarm. Thorin, was ist das? Ein Drache. Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Nicht mehr in der Mine. Interessant. Okay, ich denke mal, ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich hier in Konfrontation mit den Drachen zusammenkommen. Schauen wir mal, was hier kommt. Verwende einen Pflege, wie zum Beispiel den, der gehört, um goldene Lego-Haken zu verwenden. K, um Lego-Haken zu ziehen. Okay. Wer bist du? Wer ist das? Der? Moment, er hat den Flegel. Komm, AMK. Ja. Okay. Das sieht sehr gut aus. Okay, der hat uns den Durchgang verschafft. Was haben wir hier vorne noch? Es steht noch was. Verwende eine Speicherschatur. Wenn du eine Pause machen willst, drücke K. Um sie zu aktivieren. Ja, das kommt sehr gelegen. Denn die Aufnahme ist nämlich auch schon wieder hier erst einmal. Die Folge ist auch erst einmal wieder vorbei und das kommt ja sehr gut mit dem Speichern hier. Da ich sowieso erstmal einen Cut machen wollte und auch noch was anderes aufnehmen möchte, dann würde ich sagen, wenn wir das hier nochmal ausprobieren, gucken, wie wir hier.
nicht speichern können. Ah ja. Speichern und fortfahren, speichern und verlassen. Da werde ich mal einmal drauf. Irgendwie funktioniert das. Ah, jetzt bin ich unten mit den Eingabetasten. Jetzt nicht mehr mit WASD. Ja, Fortschritt wird gespeichert. Du kehrst zurück zum Titelbildschirm zurück. Wenn du zum Level zurückkehrst, beginnst du an diesem Checkpoint. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Das wollen wir auch. Das wird mit J bestätigen. Nein, mit J nicht. Ah ja, Eingabe, okay. Speichern und verlassen. Alles klar. Jo, das war's erstmal das Erste. Dann gucke ich mal. Es wird auf jeden Fall hier weitergehen. Es ist wirklich ein super Spiel. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein.